Kaum der Post aus den Händen gerissen, schon steht es hier direkt vor der Kamera. Heute machen wir ein kleines Unboxing zum Sigma 17-50mm f2.8 Objektiv. Wir schauen uns das Ganze mal an, was drin ist, und alles weitere sehen wir dann gleich nach dem Intro. Damit dann hallo und guten Abend YouTube zu diesem kleinen Unboxing hier bei mir auf dem Kanal. Heute, wie gesagt, schauen wir uns das Sigma-Objektiv an, genauer gesagt das 17-50mm f2.8 EXDCOS Objektiv. Mehr Abkürzungen kann man da, glaube ich, gar nicht mehr in den Namen reinpacken. Wofür stehen die ganzen Abkürzungen? Naja, aber gut, wir haben die Brennweite, wir haben die maximale offene Blende. Hinweis darauf, dass wir eine Kleinbildkamera verwenden. Bei mir in dem Fall ist es die Canon EOS 550D. Noch mehr Zahlen und Abkürzungen. DC, naja gut, das ist eine digitale Kamera, und OS steht für den eingebauten Bildstabilisator. Bei Sigma nennt sich das Ganze dann Optical Stabilizer. Wollen wir sehen, was der so taucht und ob das Objektiv auch das Richtige ist, denn da hatten andere schon oft Probleme, dass sie eigentlich den richtigen Karton, aber mit dem falschen Objektiv darin bekommen haben. Reden wir mal gar nicht hier allzu lange drum herum. Packen wir das Ganze direkt mal aus, da kommen wir die ersten Zettel. Und das zweite Werbeheftchen bzw. das Garantieheftchen für das entsprechende Objektiv. Sigma gibt 3 Jahre Garantie mit. Ich hoffe, dass ich die nicht großartig brauchen werde. Als nächstes haben wir Bedienungsanleitungen in verschiedenen Sprachen. Noch mehr Hinweiszettel. Was haben wir hier? Na gut, ein Garantieaufkleber kann man irgendwo sich dann hinkleben, wenn man es dann braucht. Und dann haben wir hier schon in diesem eng gepackten Karton nur noch die Tasche drin für das Objektiv. Den Karton stellen wir beiseite. Und das finde ich persönlich schon deutlich hochwertiger als bisher bei meinen Canon-Objektiven. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich habe jetzt von Canon noch nicht sonderlich hochwertige Objektive gekauft. Schauen wir hier mal rein in dieses Täschchen. Da haben wir innen drin auch nochmal eine entsprechende Polsterung, sodass das Objektiv da einigermaßen drin geschützt ist. Hier das Objektiv selbst noch in Folie verpackt. Und als weitere Beigabe haben wir in der Tasche noch eine Gegenlichtblende. Können wir auch mal direkt rausholen. Auch sehr schön, dass es hier bei Sigma dann gleich mit dabei ist. Da das Objektiv ohnehin ja schon dann doch etwas teurer ist, muss man sich hier nicht, wie bei Canon üblich, noch teuer eine Gegenlichtblende dazu kaufen. Kommen wir aber nun zum Herzstück an sich, dem Objektiv. Auf dem können wir die Folie nun endlich vom Leibe nehmen und haben dann hier das entsprechende Objekt der Begierde. Vom ersten Eindruck her liegt es recht schwer in der Hand, ist natürlich auch ein bisschen hochwertiger insgesamt als das Kit-Objektiv, was ja eigentlich so gut wie jeder immer mit dazu kauft, um relativ günstig mit der Kamera loszulegen. Wir haben hier einen Schalter für den Bildstabilisator, das heißt, das Objektiv ist auch schon mal das Richtige. Hier noch einen Schalter für den Autofokus, wenn man den aktivieren möchte bzw. benötigt. Dann haben wir hier nochmal einen kleinen Lockschalter, der ist dafür, dass wir bei der maximalen Brennweite von 17 mm, also im Weitwinkel, hier nicht weiter dran drehen können. Erst wenn wir den Schalter deaktivieren, können wir hier auch entsprechend zoomen. Kann von Vorteil sein, kann von Nachteil sein, kommt ein bisschen auf den Anwendungszweck an sich an. Ansonsten haben wir hier oben natürlich noch den Fokusring, dafür muss ich natürlich auf manuellen Fokus stellen. Und was wir hier dann auch schon sehen, wenn ich nur rein fokussiere, dann dreht sich hier vorne das Element nicht mit. Da können wir die Kappe mal abnehmen. Und dann sehen wir es intern vielleicht ein bisschen arbeiten, aber an und für sich insgesamt das Objektiv bleibt auf der Länge, wie es vorher war. Macht es natürlich dann sehr schön für den Alltagsgebrauch, wenn man hier noch entsprechende Filter mit aufgebracht hat. Ansonsten eine Kleinigkeit, die auch noch sehr interessant ist. Hier oben gibt es noch einen kleinen Markierungspunkt für den Fokus. Und wenn wir das Objektiv weiter ausfahren in den Zoom, dann haben wir hier auch noch eine Fortführung dieser entsprechenden Fokuslinie. Das macht das Ganze auch nochmal vielleicht ein bisschen präziser, wenn man denn sich ungefähr merken möchte, wo man seinen Fokus hatte. Aber meistenteils, da der Fokusweg jedoch relativ kurz ist, wird man da nicht viel unbedingt mit der Hilfslinie anfangen können. Gut, werfen wir noch einen Blick kurz auf die Rückseite hier. Da ist eigentlich auch nicht viel Weltbewegendes dran. Wir haben hier ein entsprechendes Metallbajonett aus Messing, so wie es die Verpackung gesagt hat. Mit der entsprechenden Markierung für die Kamera, die Kontakte, alles nichts großartig Besonderes. Können wir die Schutzkabel wieder draufpacken. Drehen das Objektiv noch einmal um, setzen vielleicht noch die Gegenlichtblende dann einmal hier entsprechend auf. So sieht das Ganze dann entsprechend aufgesetzt aus. Und wenn man das Objektiv hier mal so ein bisschen schüttelt,
dann hört man es so leicht klappern. Das ist, soweit ich das gelesen habe, der optische Bildstabilisator. Soll nicht großartig bedenklich sein. Einziges Manko, was mir jetzt hier so vom allerersten Eindruck auffällt, ist vielleicht die Gegenlichtblende. Die löse ich dann doch relativ einfach hier wieder. Ich muss mal gucken, ob ich da jetzt nur den entsprechenden Stupsel nicht ganz gefunden habe oder ob das hier tatsächlich fabrikmäßig so gewollt ist. So, ich denke, nach ein paar Wochen der Nutzung, ja, auch wenn ihr jetzt hier gerade nur einen Schnitt dazwischen habt, für mich sind es doch schon einige Wochen, aber ich denke, die waren auch nötig, um hier mal ein bisschen mit dem Objektiv zu arbeiten, um ein paar Erfahrungen zu sammeln, wie sich das Ganze für mich anfühlt und so weiter und so fort. Und jetzt ist, denke ich mal, ein Zeitpunkt gekommen, wo man hier sicherlich auch mal ein paar Worte noch darüber verlieren kann. Wenn man das Objektiv so mit der Kit-Linse vergleicht, naja, das erste, was einem da auffällt, ist sicherlich die Größe. Das Sigma 17 bis 50 mm Objektiv ist deutlich größer und auch schwerer und das merkt man dann auch, wenn man unterwegs ist mit der Kamera. Man hat deutlich mehr dann, was man dann mit sich rumträgt. Aber das ist sicherlich nur eine Gewohnheitsfrage und da sind dann auch irgendwann problemlos stundenlange Fototouren möglich und irgendwann hat man ja dann zur Not auch noch seinen Rucksack dabei. Wo wir gerade bei Rucksack sind, genau da merkt man dann auch diese Größe des Objektivs noch wieder deutlich. Zumindest bei mir im Rucksack war es dann so, dass da letztendlich die Kamera schön in der Mitte lag und daneben war einfach, da hat das Mikrofon entsprechend Platz gefunden. Jetzt mit der neuen großen Linse sieht das Ganze ein bisschen so aus, dass das in der Mitte sich ein bisschen mehr Platz nimmt und das Mikrofon nicht mehr daneben passt. Gut, ist natürlich doof, dass es jetzt in dem Rucksack nicht so direkt reinpasst. Da ich aber zumindest momentan relativ wenig draußen mit dem Mikrofon unterwegs bin, macht das jetzt für mich auch keinen riesen Unterschied. Und wenn man dann doch mal auch sowieso schon mehr mit hat, ja gut, das Mikrofon, das passt auch irgendwo mal noch in eine andere kleine Tasche rein, soll auch nicht das Riesenproblem sein. Ein weiterer Punkt, an dem man merkt, dass man jetzt ein größeres Objektiv auf seiner Kamera aufgebracht hat, ist der Blitz. Da ist der fest verbaute Blitz bei den Canon-Kameras ja sowieso schon mehr so der Todbringer für jedes Foto. Aber jetzt merkt man dann auch deutlich, dass die Linse halt größer ist, weil unten im Bildbereich sich ein Schatten bildet. Das macht dann das entsprechend geschossene Foto eigentlich so gut wie unbrauchbar. Sicherlich kann man da versuchen, da noch irgendwie in der Retusche was rauszuholen, aber so super ideal flach kriegt man das dann auch nicht mehr schön hin. Von daher, wenn man also mit Blitz fotografieren will und vorher den eingebauten Blitz verwendet hat, dann wird man mit der Linse wohl oder übel langfristig einen neuen Blitz, einen externen, sich zulegen müssen. Grundsätzlich finde ich es aber gut, dass das Objektiv jetzt auch mal ein bisschen größer ist. Man merkt eben, dass man da auch ein bisschen was an Kamera in der Hand hat und die nicht so leicht ist. Jetzt momentan ist das 50mm Objektiv von Canon drauf, das 1.8er. Das ist fehlerleicht. Wenn ihr das in der Hand habt, dann wisst ihr auch, dass euer Handy schwer ist. Ja, es liegt ganz einfach dann auch durch seine Größe bei seiner Hand. Ist angenehmer damit dann entsprechend zu arbeiten, weil man die Kamera dann ein bisschen besser in die Hand nehmen kann, als jetzt nur mit dem kleinen Objektiv, wo dann vielleicht größere Hände sich ein bisschen verkrampfen müssen. Zudem der Fokusring deutlich größer und besser erreichbar ist. Wobei man da dann sagen muss, der Weg vom Fokusring, der könnte ein bisschen länger sein. Das ist hier recht kurz mit irgendwie so, ja, sagen wir mal 30, 35 Grad, die ihr da zurücklegen könnt. Auf dem Kreis ist es nicht sonderlich viel und ganz feine Einstellungen sind dann vielleicht ein bisschen schwieriger, aber auch dennoch möglich. Schlussendlich, letzter Punkt, der wahrscheinlich mit am wichtigsten ist, ist die Bildqualität an sich. Also wir haben hier eine durchgehende Blende und das ist gegenüber der Kit-Linse in meinen Augen ein wesentlicher Vorteil. Denn wenn es mal so ein bisschen schummriger ist und man ist gezwungen, schon mit der Blende ein bisschen offener zu arbeiten und muss dann vielleicht noch mit der Kit-Linse reinzoomen, ja dann super, dann sind die 3,5, die ich vorher hatte, auch plötzlich dann schon wieder eine 5,6. Mein Bild wird dunkel und ich muss dann vielleicht auf den Blitz zurückgreifen, der intern schon, wie gesagt, der Todbringer schlechthin ist. Oder aber ich gehe dann mit ISO und Belichtungszeit rauf und beides ist dann irgendwann auch an einem Punkt, wo es die Bildqualität deutlich verschlechtert. Also durchgehende Blende ist schon mal ein wesentlicher Vorteil. Zudem ist sie auch noch ein bisschen offener als in der Kit-Linse. Das heißt, ihr könnt ja auch mit Tiefenunschärfe besser arbeiten als mit der Kit-Linse, aber natürlich nicht so wie jetzt mit einer Festbrennweite, wo ihr dann wirklich eine Offenblende von 1.8 bis zu, ich glaube, ganz teuer, dann wird es sogar eine 1.2, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist dann schon wirklich mehr als offen. Zudem finde ich auch die Bildqualität an sich richtig gut von dem Objektiv. Allerdings bin ich da auch kein absoluter Technikprofi, kein Profi-Fotograf, der das wirklich bis ins kleinste Detail beurteilen konnte. Aber das, was ich jetzt so auch von den letzten Familien-Events so mir angucken konnte von den Bildern, sieht das wesentlich besser aus als mit der Kit-Linse. Also wunderschöne Fotos sind dazwischen, sodass ich den Kauf keineswegs bereue. Ich lege euch in dem Blogartikel noch ein paar Bilder, die ich vor kurzem damit dann geschossen habe. Das war so ziemlich die allererste Fototour, die ich mit dem Objektiv gemacht habe.
packe ich euch in den Blogartikel. Link findet ihr natürlich wie gehabt in den Fußnoten. Ja, und damit dann zu guter Letzt Gegenlichtblende. 1-2 Fruchtzwerge mehr essen, dann kriegt man die auch fest, ist alles kein Problem. Aber wenn es neu ist, man will ein bisschen vorsichtig sein, ne? Okay. Ich hoffe, das Video hat euch jetzt informiert, weitergeholfen, gefallen, was auch immer. Wenn ja oder wenn nein oder ihr noch irgendwas zu sagen habt, dann quatscht es mir unten auf die Mailbox. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.